Heute zeige ich noch ein sehr leckeres Rezept nach türkischen Art. Und normalerweise, das ist ein Ofenrezept, aber ich mache alles also im Gasgrill. Wie ich das mache, du kannst in meinem Video sehen. Bitte nicht umschalten und bleib bitte dran. Hallo, ich bin Waldi und heute mache ich noch ein sehr leckeres Rezept. Ich habe schon mehrmals gesagt, also ich mag alles experimentieren. Und ich habe vor kurzem also noch ein Rezept entdeckt, also hat mir optisch also sehr gut gefallen und ich denke, also das muss ich unbedingt nachmachen. Und wie ich habe schon oft gesagt, ich mache alles, also was ziemlich einfach ist. Und deswegen, also ich nehme wieder sehr einfache Produkte. Für heutigen Rezept habe ich also dann 9 Kartoffeln genommen. Jetzt habe ich also dann die in Scheiben geschnitten. Dann habe ich 1 Kilo Rindhackfleisch. Kann man auch also gemischte nehmen zum Beispiel. Dann habe ich 6 türkische Spitzpaprika, Cocktailtomaten, 2 Zwiebeln, 4 Zehe Knoblauch. Für Kartoffeln zum Beispiel 1,5 Teelöffel Edelsüßpaprika, 1,5 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel schwarzes Pfeffer und pflanzliches Öl. Für Hackfleisch aber für 1 Kilo. Wenn jemand 1/2 Kilo macht, also dann muss man ganz einfach Menge halbieren. 2 Zwiebeln also kommt da rein, 4 Knoblauchzehe, 1,5 Teelöffel Edelsüßpaprika, 1 Teelöffel schwarzes Pfeffer und 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Ich habe ein Ei. Heute ist schon ziemlich heiß und deswegen, also ich muss mich beeilen, damit das da alles also nicht austrocknet. Im Kartoffel 1,5 Teelöffel Edelsüßpaprika. 1,5 Teelöffel Salz, auch gleich, und 1 Teelöffel schwarzes Pfeffer. Dann pflanzliches Öl, ich habe Rapsöl genommen. Mache das alles richtig vermischen. Wenn ich was Falsches mache, also dann schreibt mir ganz einfach also im Kommentar, damit ich also dann keine Fehler mehr mache. Ich habe in einem Rezept auch also gezeigt, also wo ich also dann ganz normal mit Mayo sogar Kartoffeln vermischt. Und hat auch also sehr gut geschmeckt. Aber heute mache ich nach türkischen Art, deswegen machen wir so, wie im Rezept steht. Und jetzt mache ich die schwierigste Sachen, also welche ich nicht so besonders mag. Also das ist also dann Zwiebeln. Zwiebeln nicht nur schälen, ganz einfach einreiben, ziemlich fein einreiben. Normalerweise mache ich immer so ziemlich fein hacken, aber wie im Rezept steht, mache ich das auch so. Dazwischen auch Knoblauch. Knoblauch auch reiben und Zwiebel mache ich ganz einfach jetzt hier rein. Dann kommt schwarzes Pfeffer, Edelsüßpaprika und Kreuzkümmel auch da rein. Ein Ei und Paniermehl. Gut vermischen. Schauen wir mal, wie das wird. Hackfleisch ist jetzt fertig und heutigen Rezept mache ich wieder dann in einem IKEA-Schale. Ich habe jetzt 2 Stück genommen. Wer hat also nur eine, das kann man auch also dann zum Beispiel mit Backpapier und Alufolie abzudecken. Ich schalte dann gleich Grill an. Bei indirekter Hitze eine links, eine rechts und mache ich dann Frikadellen in Ovalform. Lege ich in die Mitte. So, bei Kartoffeln, also da ist also ein bisschen Öl und Saft vom Kartoffel und da mache ich Hände ein bisschen nass und dann geht das viel einfach Hackfleisch zu formen. Ehrlich zu sagen, also ich denke, 1 Kilo Hackfleisch wird zu viel für dieses Blech, weil im Rezept, das war für Backblech zum Beispiel nur 500 Gramm. Ich habe aber gedacht, also was ist 500 Gramm, also für meine Familie, das ist also gar nichts. Muss man aber nicht zu wenig Hackfleisch nehmen, also ich mache dann ein bisschen größere Köfte, glaube ich, so das auf Türkisch heißt. Also Frikadellen, damit das da besser alles also passt und wenn die größer werden, dann glaube ich, wird auch nicht schnell zu trocken. Und Kartoffeln mache ich dann überall seitlich. Ich denke, mit Kartoffeln 9 Stück, das war ein bisschen zu wenig. Kann man auch also ein bisschen mehr machen, aber sieht jetzt also schon ziemlich gut aus. Und jetzt mache ich mit
türkische Paprika. Ende mache ich ganz einfach abschneiden. Kann man auch also scharfe Peperoni, scharfe Paprika nehmen zum Beispiel. Ich stecke ganz einfach da rein und lege ich zwischen den Kartoffeln und lege ich zwischen Kartoffel und Hackfleisch. Sieht interessant, richtig interessant aus. Dann brauche ich noch Cherrytomaten, auch also ganz einfach halbieren, damit mein Gericht also dann richtig interessant aussieht. Und dann lege ich das noch oben drauf. Komisch, aber Gericht jetzt wie eine Blume aussieht. Richtig schön. Wunderschön. Normalerweise im Originalrezept also steht, also dass da Tomatenmark mit Wasser und Öl also ganz einfach vermischen und oben drauf machen. Ich habe also ganz einfach passierte Tomate schon fertig gekauft und das kommt nur übers Fleisch, nicht übers Kartoffel, sonst nur übers Fleisch. Das ist 400 Gramm, mache ich komplett da rein. Bei indirekter Hitze, zack, in die Mitte. Mache ich zuerst also mit dem Deckel, mit anderen Deckel zu. Genau. Bei 200 Grad so circa 40, 45 Minuten. Aber ich mache zuerst also dann 20 Minuten bei 200 Grad also mit geschlossenen Deckel und dann 20 Minuten ohne Deckel. Dann schauen wir mal, wie das wird. Ist circa 15 Minuten vorbei. Nicht 20, wie ich habe gesagt, also, sondern nach 15 Minuten. Ich will schon Deckel wegmachen. Oh, richtig heiß. Aber. Genau, jetzt machen wir zu und noch dann 25 Minuten weiter garen. Also 40 Minuten ist vorbei. Ich habe angeschaut, hat Kartoffeln mich nicht so gefallen. Deswegen, also ich habe noch für 5 Minuten gelassen. Aber jetzt, so wie ich sehe, also das ist alles also schon fertig. Und komischerweise, obwohl also ich habe also kein Soße gegeben, außer nur im Fleisch, aber Kartoffel ist auch also im Saft. Und im Rezept war nicht gestanden wegen der Petersilie. Ich habe noch frische Petersilien genommen, weil ich mag grünes Zeug also dann auf fertigem Gericht. Oh, riecht sehr, sehr gut. Jetzt mache ich frische Petersilien oben drauf. Wahrscheinlich, das ist falsch, aber ich mag das. Und jetzt ist die Zeit, das alles rauszuholen. So sieht das aus. Wunderschön. Machen wir das zu. Ich bin voll gespannt, also wie das schmeckt. Schauen wir mal, also wie das. Was soll ich da sagen? Jetzt ist mein Fazit. Rezept ist sehr einfach und schmeckt auch also richtig, richtig interessant. Und einziges, was mir da fehlt, dass der Kartoffel also nicht knusprig geworden. Das ist also schon fertig, aber nicht knusprig. Ich hoffe, mit meinem Video, ich kann dir behilflich sein. Danke fürs Anschauen. Ich wünsche dir Gesundheit, Gottes Segen. Tschüss und bis nächstes Mal. Schmeckt.